Schüttet er nicht wen in den Schatten, okay. Los geht's, Leute. Los geht's mit der quasi dritten Quest. So, Bennett war klinisch tot. So, vielleicht kann man direkt da drauf springen und den direkt die Bosartigkeit nehmen. Weil alles andere ist ja echt unmenschlich. Treff ich? Nicht ganz. Das klärt sich aber auch immer selbst abfackelt, ne? Das geht mir auch nicht in den ins Hirn rein. Ja, RIP Bennett. Ripley. Das bringt mir halt alles nix. Okay. Junge, Junge, Junge. Hier geht was ab, sag ich euch. Okay, mal kurz einmal. So viel heilen, wie es noch irgendwie möglich ist. So, alles geheilt. Nice. Weiter geht's. So, da oben ist der Schwachpunkt. Nein, geh doch einfach hoch. Hoch. Ja, kommt alle hier rein, dann mache ich euch nass. Es ist so schön, wenn man nochmal Schaden macht. Ja, man sollte die Events eventuell halt auch mal lesen, ne? Bevor man ohne Kopf einfach reinrennt. So, vielleicht können wir einfach drauf fliegen. Erst die Akro-Monolithen da wegmachen. Da ist einer. Und da drin ist wahrscheinlich auch noch einer. Okay, der ist da unten drunter. Da ist die Frage, kann ich da reinfliegen? Kann ich da so reinhüpfen? Ja. Kann ich. Komplett ungesehen. Ich bin wie Batman. Das war der erste.
Das war der zweite. Sind die schon frei? Ja, ne? Na dann. Das war dann tatsächlich easy going. Oh, das ist so schön, wenn sie keinen Schaden machen. Das ist eine ganz coole Mechanik, oder Mechanik tatsächlich, dass sie die Gegner so krass stark machen. Ich habe schon ein bisschen an meinem Level tatsächlich gezweifelt. Hallo. Zack. Okay, Leute. Das war's. Das war der zweite Akt. Ich hatte der wieder das der neue, das ist die Sphäre, ne? Die machen wir auf jeden Fall in der nächsten. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.